So, dann fange ich mal an. Genau, eigentlich ist mein Vortrag mehr so ein, ich habe Schizoides rumgerede, wie irgendwie der Progress alles ist außer der Progress, weil ich irgendwie in lauter anderen Problemen gesidetrackt wurde. Aber irgendwie dachte ich so, kann man auch mal drüber reden. Genau, setzt so ein bisschen auf den vorigen Vortrag auf mit dem Pflanzencontroller, aber eigentlich nur sehr leicht. Im Wesentlichen, die Version 2 war der letzte Stand, es lief eigentlich so im Kern alles. Allerdings auf dem klassischen ESP32, was so das leichte Problem hat, man hat einen geforkten Compiler, weil die halt ihre eigene Chip-Architektur haben, irgend so ein Extensor-Core. Gibt es dann den klassischen geforkten GCC für, der funktioniert auch im Wesentlichen, hat halt etwas langsame Compile-Zeiten, aber geht. Jetzt kommt das praktische Problem. Mittlerweile ist die Firmware so bei 1,8 Megabyte angekommen gewesen. Primär dem geschuldet, dass der geforkte Compiler keine Linktime-Optimization vernünftig kann. Sprich, jegliche Symbole, die ich nicht benutze, sind trotzdem in der Binary drin. Wenn man die anschaltet in dem geforkten Compiler, versucht er unter anderem die Main wegzumachen und kriegt dann seltsamerweise Linking-Fehler. Bisschen lustig. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Von daher war dann so die Sache: es gibt mittlerweile einen ESP32 C6. Der ist quasi PIN-kompatibel im Wesentlichen, hat aber einen RISC-V-Kern. Man kann einfach einen LLVM-Compiler nehmen, wo einfach Sachen funktionieren und nicht komisch veraltete GCC-Versionen im Kern haben. Dachte ich so, gut, bis dahin klingt das einfach. Next sind wir halt in ESP und dann funktioniert wieder alles und man kann in Ruhe weiterentwickeln. Hat noch ein paar andere Eigenschaften, ist ein Single-Core statt ein Dual-Core, ist aber eigentlich egal für einen Pflanzencontroller, weil ich brauche eigentlich. Ich brauche nicht mal ein Hundertstel von der Leistung, die das Ding hat. Es ist halt einfach nur da und günstig. Und es gibt nichts anderes mit WLAN, was noch einfacher ist. Von daher passt. Auch ein leichter Unterschied ist unten diese kleine Pin-Leiste, die man sieht in den Bildern links, rechts bei euch. Ist weggefallen. Das Gute daran war, das waren auch vorher im Wesentlichen fast alles Pins, die man eh nicht benutzen sollte, weil darauf der Flash-Chip liegt, intern. Von daher nicht so schlimm. Davon hatte ich einen Pin tatsächlich benutzt. Den musste ich verschieben. Dafür darf man jetzt ein paar Pins, die auf der Seite sind, mehr benutzen, die vorher zum Bootstrapping benötigt waren. Ja, gut, denkt man so, wunderbar, sieht doch gar nicht so schlimm aus. Einen Pin verschieben kann man mit einer Kabelbrücke machen, Problem gelöst. Fangen wir erstmal mit so einem kleinen Devboard an, um da drum zu spielen. So, Schritt 1, die Firmware kompiliert einfach gar nicht. Einfach nur nach den Umständen der MCU. Dann guckt man so in den Tiefen nach, stellt fest, man kommt das erste Mal auf dem ESP-IDF-Hall an, also ein Rust-Wrapper um die C-SDK von Expressive selber. Und da war einfach der Pulse-Counter schlichtweg nicht mit drin. Effektiv das Äquivalent vom Define war ein Rust einfach falsch gesetzt für die MCU, weswegen der einfach nicht reinkompiliert war. Das war dann der erste Pull-Request, mit dem das Ganze angefangen hat. Gut, machen wir ein Stück weiter nach der Änderung. Jetzt crashloopt die Firmware und außerdem friest sie ab und zu. Stellt sich dann raus, nachdem man randommäßig effektiv mit Binärsuche Code auskommentiert, um rauszufinden, wo er hängt, dass er irgendein Problem mit dem I2C hat. Nur, dass eigentlich sich am I2C nichts geändert hat, weil die Funktionen sind 1 zu 1 durchgereicht an den Kern von Espressif selber. Also da macht der Rust-Wrapper einfach gar nichts für. Ja. Erstmal auskommentiert, weiter geht's, nächster Crash, MQTT-Händler. Dann erstmal den MQTT-Händler angeguckt. Das I2C benutze ich für den Batteriecontroller, den gibt es auf dem Devboard nicht, deswegen habe ich das Thema erstmal wegignoriert für den Moment. In der Doku steht übrigens absolut gar nichts, was sich ändert, so bei allen Sachen fast. Bislang konnte man einfach sagen, man macht in dem MQTT-Client, ruft man Connect auf und direkt danach ruft man auf, wo man sich drauf subscriben will, auf welche Topics und das funktioniert einfach. Wenn man das auf den RISC-V-Kern macht, gibt es einen Crashloop im unteren Tiefen von dem C-Kern, irgendwo, wo er intern seine Event-Verarbeitung macht, in irgendeinem Hintergrundtask von dem FreeRTOS. Tolle Sache. Steht nirgendwo drin, dass sie das geändert haben. Vielleicht auch ein Seiteneffekt davon, dass es jetzt ein Single-Core ist und das Threading ein bisschen anders läuft von der Reihenfolge. Keine Ahnung. Tatsächlich ein bisschen Trial and Error findet man heraus, wenn man explizit auf das Connected Event wartet, bevor man irgendwas subscribet, funktioniert es wieder. Laut Doku soll es auch gehen, wenn man es vorher macht, tut es aber halt nicht. Gut, kleine Codeänderung, ein bisschen längerer Code, funktioniert jetzt. Das Connected Event, dann hat man eigentlich so die Sache, wieso hat das Connected Event eigentlich einen Boolean drin, der Connected heißt? Und wieso gibt es noch ein Disconnected Event? Stellt man dann so als nächstes fest.
Ja, stellt sich raus, eigentlich heißt die Variable Session Present und ist einfach nur falsch benannt gewesen in der Klasse, also in dem Wrapper-Stück. Und bedeutet auch eigentlich nicht, ob man connected ist oder nicht im klassischen Sinne, sondern die bedeutet, ob der MQTT-Broker einen als Client kennt. Also auf Session-Ebene schon connected, aber nicht auf Netzwerkebene connected. Heißt auch in neueren Versionen von dem IDF-Teil Session Present. Von daher, da haben der nächste Pull-Request, das mal kurz umbenennen, weil ich fand es sehr verwirrend. Weil ich erst dachte, ich muss im Connected-Event auch noch gucken, ob es voll ist oder sowas. Kann mir aber egal sein. Gut, weiter geht's. Die Firma startet so ein bisschen. Ich habe da mal angefangen, in der Hardware anzubasteln und den rohen ESP32-Chip reingesetzt, statt dem alten. Man kann mitreden, seriell funktioniert. Flashen wir mal drauf. Oh Mist, ich brauche eine neue Version vom ESP-Flash. Weil die 2.0 hat ein paar Probleme mit den neueren Chips, aber es gibt eine 3.0, kein Thema, ist alles gelöst. So denkt man so, cool, funktioniert, funktioniert mit dem Devboard, wunderbar. Dann flashen wir halt jetzt wirklich. Passiert nichts, gar nichts. Nach ein paar Sekunden gibt es einen Timeout-Fehler. Stellt sich raus, in der neuen Version 3 prüfen Sie, beziehungsweise resetten Sie per TTL den Chip einmal, bevor Sie anfangen zu flashen, wenn Sie früher einfach direkt den Bootloader die Befehle geschickt haben. Das funktioniert auch wunderbar auf dem Modul, weil das ein TTL hat, der den Reset macht. Auf meinem Devboard, was nur TX und RX verbunden, also auf meinem echten Board, wo nur TX und RX verbunden sind, kann man nicht resetten über USB. Ist nicht vorgesehen, muss man halt von Hand machen, war auch immer so gedacht. Sprich, dass man vorher manuell in den Flash-Modus geht und danach geflasht hat, hatte funktioniert, geht jetzt halt nicht mehr. Irgendwann findet man dann in den Tiefen von irgendwelchen Foren, wo Leute auch Probleme haben, die Option B, No Reset. So wie man die reinmacht, funktioniert wieder alles wie vorher. Schön. Zurück zum Thema Flashen. Ach ja, I2C ging nicht richtig. Auf dem echten Board fehlt jetzt der Batteriemonitor. Da war was. Stellt sich raus, laut der Doku sieht das eigentlich alles richtig aus. Es hängt mit dem Timer zusammen. Das ist auch so meine aktuelle Kampffläche noch so ein bisschen. Nach einigen Suchen findet man heraus, dass sich eigentlich das Register unten drunter in dem Hardware-Chip geändert hat. Das steht auch in der Hardware-Dokumentation, aber nicht in dem Wrapper von C, der oben drüber lebt. Vorher war das Ganze auf 80 MHz Takt in einem 10-Bit-Register die Anzahl der Takte, die man wartet, wenn der Bus nicht reagiert, bis man einen Timeout meldet. In der neuen Version ist das auf Basis von 40 MHz mit einem 5-Bit-Register und mit einer Formel, die einen Exponenten enthält. Also im Prinzip 2 hoch den Wert im Register mal diese 25 Nanosekunden pro Takt, die man hat. Ist auch toll, erklärt dann irgendwann, warum die Sachen nicht funktionieren. Guckt mal so kurz, was machen eigentlich die Arduino-Leute? Wie funktioniert das eigentlich bei denen? Stellt sich raus, die geben da einfach per Define den Maximalwert, den das Register haben darf, rein. Immer, so in ihrem Startup-Code, deswegen merken die meisten Leute das nicht. Heißt übrigens jetzt, der Maximalwert, der in einem 5-Bit-Register rein darf, ist jetzt irgendwo um ein paar Sekunden lang. Also die werden auch noch Spaß haben. Bonuspunkte, der Maximalwert, den man haben darf, ist 104 Millisekunden, nicht ein paar Sekunden. Das Register kann mehr Werte abbilden, wie der Chip haben darf, weil man dann in Timeout-Situationen von WLAN und sonstigen Sachen reinlaufen kann, weil Management-Tasks nicht mehr bedient werden und der Watchdog dann Amok läuft. Also anders formuliert, die Lösung, die die Arduino-Leute nehmen, geht leider nicht, muss ich vernünftig lösen. Ja, der nächste Pull-Request, der ist auch noch am Laufen. Weil ich momentan gerade mit Mathe in NoSTD-Rust kämpfe, anderes Thema. Weiter geht's. Wir haben einen Fork, der funktioniert erstmal. Wir flashen jetzt. Und zwar über OTA, per USB ging ja jetzt. Stellt sich raus, im ESP Flash 3.0 haben sie ein kleines Detail geändert. Meine Firmware ist ja mit 1,8 MB marginal größer wie das Default-Layout von 1,4 MB. Also die Partitionstabelle. Die Firmware ist tatsächlich auf dem neuen Chip kleiner, aber. Man will jetzt die Partitionstabelle nicht spontan mal ändern, nur deswegen, weil ich dann auch die Config-Datei und alles wieder neu machen muss. Und es lief ja in der Theorie. Stellt sich raus, das Ding hat seit neuestem einen Check drin, dass es prüft, ob ein OTA-Image von der Größe her Sinn gibt. Also vorher hat es das einfach gar nicht geprüft, sondern einfach so gesagt, so, du wirst schon wissen, was du machst. Und der ESP beschwert sich schon, wenn du was Größeres versuchst zu flashen in der Hardware. Jetzt prüfen sie es schon vorher beim Bauen von dem Image. Gut, kein Thema. Man kann ja mitgeben, wie die Partitionstabelle aussieht. Wenn man mitgibt, wie die Partitionstabelle aussieht, kommt man in den nächsten spaßigen Faktor. So wie das Tool geschrieben ist, erzwingt es dann auch, dass man den Merge-Kommando mitgibt. Der ist aber dafür gedacht, dass man den gesamten ESP, alle Partitionen, Bootloader und so weiter mitflasht. Sprich, was man da rauskriegt, ist dann kein OTA-fähiges Image mehr.
sind wir beim nächsten Pull-Request. Stellt sich raus, während der Pull-Request 2 Tage lang gedauert hat, hat wer anders noch andere Sachen refactored, wie die Config in dem Tool geht, leider aber nicht die Stelle gefixt, die ich habe. Auf jeden Fall, der Pull-Request ist jetzt nicht mehr rebasedbar so einfach, weil sich irgendwie ein Diff von ein paar tausend Zeilen gibt. Das heißt, da werde ich wohl nochmal rein debuggen müssen. Also, wir machen einen Fork und machen erstmal weiter. Dann haben wir den nächsten Punkt rausgefunden, den ich jetzt mit ein bisschen zeitlichen Abstand lustig finde. Zu dem Zeitpunkt fand ich ihn gar nicht so lustig. Wenn ich mehrere Probes habe von Pflanzentöpfen, die nicht galvanisch getrennt sind oder geerdet sind, was ich für einen Pflanzentopf ein bisschen amüsant finde, dann funktionieren die Probes nicht richtig. Derzeit funktionieren die nur bei nicht geerdeten Pflanzen. Ja. Stellt sich raus, der gesamte Ansatz, den ich da habe, ist leider so nicht funktionsfähig für mehr wie eine Probe in Nicht-Töpfen, die Plastik sind. Von daher wird es dann wohl demnächst die Version 3.0 geben, wo ich nochmal die Platine ein bisschen überarbeiten darf und die dann komplett andere Variante benutzen, wie sie die Feuchtigkeit messen vom technischen Aufbau. Derzeit ist es im Prinzip ein Oszillator mit einem 555-Timer-Chip, der einfach die Erde als Widerstand benutzt, worüber der Timing-Kondensator geladen und entladen wird. Und dadurch ergibt sich quasi aus dem Widerstand der Erde eine Frequenz. Problem ist, die kann man nicht richtig totstellen, sodass sie potenzialfrei sind und hochohmig. Das heißt, jegliche Probe, die doch irgendwo drin steckt, macht Scheiße. Und potenziell auch jegliche Erdung von einem Blumentopf. Die neue Idee ist, man löst das Ganze ein bisschen anders, effektiv einfach nur noch die Probe mit dem Kondensator dran und über einen analogen Multiplexer, der Spannung durchleitet, wird der Kondensator geladen und dann wird quasi der Analogpin gebusy-loop, bis ich irgendeine Schwellenspannung habe, merke mir ein und das wiederhole ich auch, um wieder meine Frequenz rauszukriegen. Sprich, ich werde tatsächlich ein paar hundert Bauteile los, fast. Habe dafür das Ganze jetzt von einer Hardware in ein Softwareproblem gebaut. Bin gespannt, ob das spaßiger wird. Ich vermute mittel, aber naja, zumindest macht es die Bestückung wieder einfacher, weil das war vorher ein bisschen nervig. Und wenn man jetzt schon dabei ist, kommt dann schon wieder der Feature Creep rein. Der ESP32C6 hat diese tolle Eigenschaft, der Bootloader kann per Bitbanging oder wie auch immer sie es umgesetzt haben, ein TTL simulieren, ohne weitere Hardware. Man braucht nur 2 Pins auf einen USB-Port schieben. Bietet sich ja so ein bisschen an, warum eigentlich nicht dann einen USB-Port auf die neue Platine draufsetzen, wenn man eh schon dabei ist. Wenn man jetzt einen USB-C-Port nimmt und sowieso schon bislang auf dem Board einen externen Ladeport hat, falls irgendwie die Solarzelle mal nicht genug Strom liefert oder so, dass man das Ding nachladen kann, bietet sich ja so ein bisschen an, jetzt einen Power-Delivery-Träger noch reinzusetzen, dass das Ding eine USB-C-Powerbank frisst. Und naja, auf jeden Fall, ja. Sprich, aktueller Stand ist, irgendwie mit dem I2C-Timeout, der will noch nicht gemerged werden aus verschiedensten Gründen, das ESP-Flash-Tool will noch nicht gemerged werden aus verschiedenen Gründen, die Probes funktionieren nicht richtig und ein USB-Power-Delivery-Trigger wäre eigentlich auch noch so ein ganz netter, wenn man schon dabei ist, mehr Aufwand. Ja, das war der Wahnsinn für den Moment. Fragen? Ja? Okay, die Frage war ein bisschen genauer erzählt, was das Problem mit der Erdung ist und den Timer. Effektiv habe ich hier gerade den Schaltplan offen und quasi rechts außen der Stecker, da würde die Probe dran sitzen. Das heißt, die sitzt auf der einen Seite am Threshold und Triggerpin. Das ist einfach nur 2 Spieße aus Metall, mehr ist das nicht. Genau, die müssten Widerstand. Und an und für sich, was halt passiert, dieser 555 setzt den Ausgang 3 auf 3,3 Volt. Das geht dann durch R113 und die Probe an den Kondensator, der ganz oben ist. Der Kondensator lädt quasi über den Widerstand strombegrenzt die Spannung hoch. Und wenn da über, ich meine, 2/3 der Versorgungsspannung von diesem Chip ist, dann merkt der Chip das, weil es an den Trigger und den Threshold eingegangen ist und schaltet quasi ins Gegenteil um. Das heißt, der Ausgang Q, also Pin 3, schaltet danach auf Ground um und entlädt halt wieder zurück durch die Erde, den Kondensator. Und das macht im Prinzip einfach eine Frequenz erstmal. Und das Problem an diesem ganzen Thema ist jetzt, wenn ich davon mehr wie einen habe, die nicht voneinander getrennt sind, sind die alle auf Ground, potenziell, wenn sie nicht benutzt sind, erstmal trivial, oder auf High? Das ist jetzt so ein bisschen die Quizfrage, wie man diesen 555 verschaltet, aber ist es nicht möglich, sie so anzuschließen, dass sie potenzialfrei bleiben
Und in dem Moment, wo ich irgendwo in diesem Blumentopf einen grauen Pin reinkriege, kriege ich den Kondensator nicht mehr geladen, weil der grauen Pin die gesamte Erde quasi. Also alles, was ich in den Blumentopf an Ladung reinschiebe, wandert statt in den Kondensator in den grauen Pin, selbst wenn er relativ weit weg ist. Und dazu habe ich das zweite Problem, die ich eigentlich gerade nicht aktiv haben will. Das ist Revision 2. Revision 1 hatte VCC noch mit an den Pin 4 dran, dass ich über Pin 4 quasi den gesamten Teil stromlos schalte. Da war das Problem, ich kriege marginal Ströme von dem Nachbar reingespeist und habe einen Kondensator, der lädt sich jetzt langsam hoch in irgendeiner Weise und ab einem bestimmten Punkt habe ich genug Strom, dass irgendwo durch den Chip durch über nicht, also durch undefiniertes Verhalten der Chip irgendeine Rückwärtsspeisung aus diesem Kondensator hinkriegt und scheiße auf die Signalleitung drauf modelliert. Das war Problem 1, deswegen ist hier Runde 2 mit, okay, der Chip hat dauerhafte Stromversorgung und ich benutze diesen Pin 4, der sagt, ob da quasi Output enabled ist oder nicht, ob er an und sein soll oder nicht. Problem an dem Thema ist jetzt, dass der Output nicht hochohmig ist, wenn der Chip ausgeschaltet ist, sondern hart auf Masse zieht, das heißt, ich habe jetzt den Blumentopf noch mehr geerdet, wie vorher schon ein Problem war und das Ganze wird auch nicht besser. Das ist konzeptuell. Das ist einfach nur ein Timing-Chip erstmal. Das Ding macht nichts anderes. Ja, also, was ich damit gebaut habe, ist im Prinzip ein Analog-Digital-Wandler. Ja, nicht so richtig. Ich habe eigentlich ein Widerstandsmessgerät gebaut, was quasi einen Widerstandswert über das Verhalten von dem Kondensator zum Widerstand einer Frequenz umwandelt. Also de facto habe ich dann irgendwas rausgekriegt zwischen 5 und 50 kHz, je nachdem wie feucht die Erde war. Der ESP hat einen ADC drin. Das Problem am ESP-ADC ist, dass der etwas schwierig zu verwenden ist und dass ich mehr Probes habe wie ESP-Pins. Und hier war der tolle Ansatz, den man jetzt hier nicht sieht. Ich habe diesen Signalpin, der rausgeht. Wenn ich jetzt sage, ich nehme eine Diode dahinter, dass ich nur die eine Hälfte von diesem Signalpin, die positive Hälfte zum Beispiel, durchleite und habe dahinter noch einen Pulldown-Widerstand, kann ich davon einfach 30 von diesen Schaltungen parallel schalten, solange ich nur eine gleichzeitig mit Strom versorge, in der Theorie. Richtig. Den werde ich jetzt benutzen müssen, zwangsweise, um festzustellen, wann ich den Kondensator nachlade. Also Hauptgrund ist, ich kann theoretisch ja auch sagen, ich baue einen Widerstandsteil da beispielsweise über die Versorgungsspannung und die Erde und messe, welche Spannung ich habe. Ich habe allerdings verfügbar 3,3 Volt bis 0 Volt und die Erde hat so grob nach Erfahrung irgendwas zwischen 5 Kiloohm, wenn sie sehr feucht ist, bei mir gehabt. Und quasi unendlich ohmig, wenn sie richtig trocken wird. Also das geht immer weiter nach oben. Und das riesige Problem, was ich daran habe, einen Widerstandsteil da zu bauen, der in einem sinnvollen Bereich mit der verfügbaren Genauigkeit von dem ADC sinnvolle Messwerte liefert. Weil das ja so eine Exponentialkurve quasi ist. Also wenn die Erde halb so feucht ist, ist der Widerstand ja nicht halb so stark, sondern der ist dann dementsprechend stärker reduziert. Deswegen war eigentlich der Originalgedankengang, das über eine Frequenz zu machen und halt auszunutzen, dass der Kondensator entsprechend Lade- und Entladekurven hat, die man abfragen kann. Hier halt noch mit über den 5 und 5 umgesetzt. Und wenn Frequenz man wesentlich besser messen kann, ist richtig. Nicht so problematisch. Und genau dasselbe wäre auch der Ansatz, den ich jetzt mache, dass ich quasi den Analog-Multiplexer nicht nehme, um die Spannung zu messen. Also nicht in dem Sinne, um aus der Spannung direkt was rauszumessen, sondern ich messe quasi, wie lange ich brauche, um zum Beispiel auf 1 Volt zu entladen, nachdem der Kondensator auf 3,3 Volt geladen war, mir dann quasi einen Puls merke und nochmal nachlade, wieder auf 3,3 Volt hoch. Also sprich, dass ich mir wieder eine Frequenz bzw. eine Ladezeit merke, weil über Zeit kann ich beliebig genau messen, das ist relativ einfach auf dem Mikrocontroller, wo man eh schon einen Mikrosekundentimer oder einen Nanosekundentimer und solche Sachen verfügbar hat. Gerade wenn man einen Kondensator so will, dass er halt irgendwie regulär 10 bis 100 Millisekunden in Ladezeit hat, je nach Messbereich, ist das sehr trivial. Ich dachte halt, um mal gelesen zu haben, dass die ADCs in den Mikrocontrollern halt auch so funktionieren. Deswegen habe ich gedacht, das ist gut, dass ich dann da extern raus. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie die intern funktionieren. Ich weiß nur, dass sie von der Genauigkeit relativ anfällig sind, wenn man längere Kabel mit hat. Weil man hat ja auch so Späße, dass alles Mögliche da rein induzieren kann und ähnliche Sachen. Und das werde ich damit halbwegs los, wenn ich diese Pulsmessung mache und den Kondensator als Glättung drin habe. Und der Kondensator ist dann nah bei der Pflanze oder ist der
der wäre immer noch auf dem Hauptboard. Also das Praktische ist dadurch, dass ein Kabel, selbst ein richtig billiges Kabel, irgendwo im ein- bis zweistelligen Ohmbereich sein wird, auf die Längen, die ich habe, ist das Kabel vernachlässigbar, wenn der Erdteil im Kilo-Ohmbereich ist. Das heißt, das ist quasi, ob ich da 1 Meter oder 20 Meter habe, wird fast keinen Unterschied machen. Und dadurch, dass ich keine Frequenzen oder so groß drauf moduliere, werde ich auch sonst keine induktiven Effekte oder ähnliches groß kriegen. Gleichzeitig ist der kapazitive Effekt von dem Kabel auch nicht allzu groß, weil den Kondensator kann man entsprechend hoch von der Kapazität wählen, dass das Kabel vollkommen vernachlässigbar ist. Also die Idee dahinter ist, was so in so einem manuellen Testaufbau ganz gut aussah, dass es quasi, solange die Probes einen gewissen Mindestabstand haben, sich fast nicht mehr gegenseitig beeinflusst. Ja. Weitere Fragen? Sonst wäre es das für den Moment.